Okay, dann legen wir mal noch ein wenig Brillanz da drauf. Und zwar gucken wir uns jetzt mal an, wie man eine Zeichen-App baut. Also die Idee ist folgende. Ich habe hier mein Frame, da drin liegt mein Panel. Und wenn ich auf den Panel an eine bestimmte Stelle mit der Maus klicke, soll dort zum Beispiel ein Rechteck gemalt werden. Ich könnte dann noch weitere GUI-Elemente hier hinzufügen, wo man zum Beispiel auswählt, was für ein geometrisches Objekt man zeichnet und in welcher Farbe, in welcher Liniendicke. Aber das möchte ich jetzt mal noch ignorieren. Wir haben auch nur noch wenig Zeit. Aber wir werden etwas zeichnen, und zwar Rechtecke. So, und wir haben vorhin ja ein Panel erzeugt. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden ein eigenes Panel stattdessen verwenden. Ich nenne es mal MyPanel. Extends Panel. So, wir werden hier auch noch einen Listener implementieren. Das verrate ich aber noch nicht, welcher das ist. Ich mache mal bloß Punkt, Punkt, Punkt. Das kommt also gleich noch dahinter. So, das Panel. MyPanel wird jetzt stattdessen benutzt, wie bitte? Ach sorry, genau, es erbt natürlich von JPanel, ja. So, wenn wir mal reinschauen, was macht denn ein Panel, wenn es GUI-Elemente enthält? Es guckt nach, welche GUI-Elemente dort registriert sind, also mit Add irgendwann mal hinzugefügt worden sind. Dann schaut es nach, wie diese GUI-Elemente aussehen, und dann malt es diese auf den Bildschirm. Und wir werden jetzt die Methode zum Malen hijacken, wir werden da reingrätschen und wir werden nur noch das malen lassen, was wir wollen. Ja? Wir werden also die Methode, die das Malen normalerweise von GUI-Elementen veranstaltet, die werden wir überschreiben mit unserer eigenen Version. Und diese Methode heißt Paint. Und sie kriegt eine Variable Graphics.
Und hier werden wir jetzt reinschreiben, male Rechteck. Okay. Also unser Frame wird jetzt gleich einen neuen Panel kriegen, den wir da bauen. Ich erstelle eine neue Klasse. Diese nenne ich MyPanel. Die Superclass, also die Mutterklasse, ist JPanel. Ich möchte jetzt die Paint-Methode überschreiben. Deswegen kann ich in dem Menü Source von Eclipse auf Override Implement Methods gehen. Und dann sehe ich, was es da so alles für Methoden gibt. Also ich habe einfach gerade ein Panel erstellt, was von JPanel erbt. Ja, mehr habe ich noch nicht gemacht. Was meinst du? Ich habe gerade auf Source geguckt, ob ich die Methode Paint hier irgendwo sehe, damit ich diese anklicken kann zum Überschreiben. Das kostet mich dann weniger Schreibzeit. Also unter JComponent finde ich den Eintrag Paint und dann klicke ich OK und dann habe ich die Paint-Methode überschrieben. Ja, mit Source Override Methods JComponent Paint kriege ich diesen Eintrag. Ich kann es aber auch selber hinschreiben. Public Void Paint Graphics G. Paint mit T. Und ich rufe jetzt von der Variable G, die ich da übergeben wurde, die Methode drawRect auf und ich sage an der Position 10, x gleich 10, y gleich 10, Breite 100 und Höhe 30, mal ein Rechteck. Die Methode paint, die kriegt also eine Variable G rein und mit der kann ich dann auf die Zeichenoberfläche zugreifen von meinem Panel. Okay. Jetzt wechsle ich zurück zu meiner Klasse. Da habe ich ja zurzeit nur ein Frame. Ich erstelle eine Instanz von meinem Panel. Und sage dem Frame, dass ich das Panel bitte verwenden möchte im Zentrum. Und wenn ich jetzt die Anwendung starte, dann sehe ich dort mein Rechteck. Würde mein Panel jetzt GUI-Elemente enthalten,
dann würden die jetzt nicht gezeichnet werden, weil ich die Paint-Methode gehijackt habe und da meine eigene Zeichenoperation mache, egal was da vielleicht in dem Panel noch drin ist. Wenn ich möchte, dass auch die GUI-Elemente gezeichnet werden, die eventuell in dem Panel noch drin sind, dann muss ich halt dafür sorgen, dass von der Mutterklasse die OnPaint, die Paint-Methode aufgerufen wird. Ne? Aber das ist für uns jetzt hier nicht wichtig. Wir wollen einfach nur an die Stelle, wo wir mit der Maus hinklicken, ein Rechteck zeichnen, okay? Wenn ich die Möglichkeit nutzen möchte, auf Mausklicks zu reagieren, dann brauche ich auch wieder einen Listener. Und während der Action Listener für die Buttons da ist, damit ich auf den Buttonklick reagiere, muss ich für die Mausklicks einen anderen Listener verwenden, der heißt dann Mauslistener. Also ich erstelle eine neue Klasse, die nenne ich mal mein MouseListener. Das Interface, was hier verwendet wird, ist MouseListener. So, und jetzt habe ich hier, weil ich ja ein Interface nutze, alle Methoden zu implementieren. Zum Beispiel gibt es die Methode MouseClicked. Und ich werde einfach mal eine Konsolenausgabe machen. Klick. Und mein Panel soll jetzt diesen MouseListener registriert bekommen, damit immer wenn ich auf den Panel klicke, auf der Konsole ein Klick erscheint. Ja, das ist die Idee. Also gehe ich zu meinem Panel. Was ich in meiner Klasse erstellt habe. Und hier sage ich, ich möchte gerne einen MouseListener instanziieren. Und meinem Panel füge ich einen MouseListener hinzu. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man jetzt den MouseListener auf den Panel anwenden kann. Und immer wenn ich jetzt mit der Maus klicke, erscheint auf der Konsole ein Klick. Ich möchte euch noch eine zweite Möglichkeit zeigen, wie man dafür sorgt, dass die Logik von einer GUI modular gehalten wird. Und zwar gehe ich mal zu meiner Klasse MyPanel. Und ich sage dieser, hey, du kannst ja selber auch einen MouseListener implementieren. Und dann wird mein eigenes Panel zu einem MouseListener und setzt hier auch wieder auf der Konsole einen Klick ab. Und beim Erschaffen des Panels, da sage ich, dass diesem Panel die Klasse selbst als Listener übergeben wird.
Ja, also es ist im Grunde egal, ob ich einen Listener als externe Klasse habe, den ich dann als Listener adde, oder ob die Klasse selbst ein Listener ist und sich selbst dann registriert als Listener. Und jetzt kann ich nämlich hier auf das Erzeugen des Maus-Listeners verzichten und auch auf das Hinzufügen, weil sobald ich das Panel erzeuge, instanziere, wird sofort auch ein Maus-Listener an diesem Panel hinzugefügt, denn genau das habe ich ja im Konstruktor eingetragen. So, jetzt habe ich die Listener wie auch die Paint-Methode in einer Klasse. Dadurch ist es ein bisschen übersichtlicher, ne? Ich habe jetzt alles in einem Ort. Und wir kriegen bei dem Maus-Clicked-Methode einen Punkt übergeben, den ich abrufen kann mit. Da wird nämlich ein Maus-Event übergeben und mit e.getPoint kann ich dieses Event abrufen und dann seht ihr, ich kriege hier die Koordinate, wo habe ich hingeklickt. Ich habe auch bloß noch 3 Minuten, deswegen musste ich jetzt ein bisschen Stoff geben. Ja, das kann ich machen, klar. Das ist richtig, ja, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich wollte nur die Alternative zeigen. So, also normalerweise hätte man jetzt einfach eine Instanz von meinem Mauswissener erzeugt und dann die Stadtwissener. Richtig, genau. So, ich erstelle hier noch eine Arrayliste von Punkten. Denn da möchte ich gerne alle Punkte einfügen, auf die ich geklickt habe. Und sobald ein Klick erkannt wird, füge ich einen neuen Punkt ein. Und in meiner Paint-Methode, da kann ich jetzt Folgendes machen. Für alle Punkte, die in meiner Liste M-Punkte drin sind, zeichne ein Rechteck an der Position P.x, P.y von der Größe 10 und 10. Und sobald ein Punkt geklickt wird, möchte ich gerne, dass die Anwendung neu gezeichnet wird. Deswegen nutze ich eine Methode, die nennt sich Invalidate. Die sagt einfach, okay, was immer jetzt gerade passiert ist, zeichne bitte mal das gesamte Ding neu. Funktioniert aber anscheinend nicht so, wie ich das dachte. Ich probiere es mal mit Repaint. Also ich möchte, dass wenn ich klicke, dass dann ein Neuzeichnen stattfindet. Jetzt funktioniert es.
Also da, wo ich hinklicke, erscheint jetzt ein Rechteck. Okay, das Vorgehen war wie folgt. Ich habe ein Panel genommen, dessen Paint-Methode überschrieben mit meiner eigenen Version. Dann habe ich mit dem Maus-Listener dafür gesorgt, dass ich auf die Klicks hören kann. Und dann habe ich die geklickten Punkte in einer Liste eingefügt, sodass ich die durcharbeiten kann in der Paint-Methode, um dann diese Rechtecke an jedem geklickten Punkt einzuzeichnen. Ich werde den Source-Code auf Moodle hochladen. Und die Aufnahme auch, ja. Die Aufnahme wird die Julia dann hochladen. Okay. Dann bin ich soweit mit der GUI fertig. Ich glaube, ihr habt erkannt, man kann recht coole Sachen mitmachen. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.